Hey, und was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Destiny 2 Glitch bzw. Trick Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die drei seltenen Materialien für die Anbruchsgeschenke schneller bekommen könnt. Wenn ihr euch eine Aufgabe holt und zum Beispiel drei seltene, also blaue Datengitter holen müsst, dann seht nach, ob ihr bereits welche im Inventar habt. Denn solltet ihr mindestens eins drinnen haben, dann müsst ihr nicht mehr farmen gehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Glitch kennt, aber wenn ihr ein blaues Teil, zum Beispiel jetzt hier die Alkansporre, in den Tresor legt, dann glaubt das Spiel, ihr habt gerade eine blaue Alkansporre gefarmt und somit braucht ihr nur noch zwei Stück. Legt die Alkansporre einfach nochmal rein und wiederholt das Ganze noch ein drittes Mal. Also reinlegen und rausnehmen. Dann sollte der Auftrag mit den drei blauen Materialien bereits geschafft sein. Wenn ihr noch kein blaues Teil habt, dann hilft euch dieser Trick trotzdem. Denn so müsst ihr nur noch eines von den Dingern farmen und macht dann einfach das gleiche wie gerade erklärt. So spart ihr euch entweder die ganze Arbeit oder eben zwei Drittel davon. Und glaubt mir, man findet diese blauen Materialien nur sehr schwer. Ja, das war's auch eigentlich schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und mich unterstützen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Teilt das Video mit euren Freunden, Nachbarn, Bekannten, Verwandten und mit eurem Haustier. Das war's von mir. Danke fürs Zusehen und eure Unterstützung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Performance out.